Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zum neuesten Shop verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir mal direkt mit dem neuesten Shop an. Im heutigen Shop sind auf jeden Fall neue Skins am Start und zwar gibt es hier ein neues Set und zwar das Ouroboros-Set. Und das ist hier der erste Skin, das ist der Paradox-Skin und ich muss auf den ersten Blick echt sagen, der sieht verdammt komisch aus. Man sieht ja auch sein Gesicht nicht, das ist so verdeckt hier und auf jeden Fall ist das hier der neue männliche Skin. Das hier ist das Rückenteil und ich weiß gar nicht, was ich von diesen Skins halten soll. Ich weiß auch nicht, was es genauer bedeutet. Falls ihr mehr dazu wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, der erste Skin. Es gibt auch noch einen weiteren Skin und zwar die Lace und das ist hier der weibliche Skin. Und die sieht hier so aus, die hat hier so einen Rock an und ja, ich finde, der Skin sieht ganz okay aus. Ist halt auch so ein bisschen außergewöhnlich, aber ich finde, der geht ganz klar. Und das hier ist das Rückenteil, das ist hier irgendwie so ein Plüschbär. Sieht auf jeden Fall ein bisschen gruselig aus. Aber auf jeden Fall sind das die neuen beiden Skins. Und passend dazu gibt es auch neue Hacke und neuen Gleiter. Und das hier ist die Hacke Allsicht. Und man sieht schon, die Hacke hat hier so ein Auge drauf. Sieht echt verdammt komisch aus. Das bewegt sich hier auch die ganze Zeit. Und ja, ich würde sagen, das Ganze ist so ein bisschen außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Naja, ich würde mal sagen, ich zeige mal bei der Hacke hier direkt den Ton. Ja, hat natürlich einen ganz normalen Ton, ist jetzt nicht so besonderes, aber ich finde das Auge sieht echt schon verdammt lustig aus. Und dazu gibt es auch einen neuen Gleiter und das hier ist der Gleiter, da weiß ich gerade gar nicht, wie man das aussprechen soll. Equilibrium, keine Ahnung, irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall ist das hier der Gleiter und ja, das hier ist das komplett neue Set. Ich muss echt sagen, das ist echt ein bisschen komisch. Wobei ich sagen muss, diese Lace feiere ich eigentlich schon. Naja, auf jeden Fall ist das hier das neue Set. Und falls ihr euch hier das neue Set kaufen wollt, könnt ihr mich gerne dabei kostenlos unterstützen, indem ihr auf Unterstützer einen Creator klickt und dort dann DTTV einträgt. Vielen, vielen Dank an jeden, der das Ganze macht. Und jetzt gehen wir direkt weiter zu den täglichen Gegenständen. Und hier sehen wir einmal den Wolkenschlaggleiter. Und das hier ist schon ein sehr alter Gleiter. Der ist ja so animiert mit diesen Blitzen. Ist ganz cool auf jeden Fall. Dann sehen wir hier einmal den Riot Skin. Das ist hier das Skin aus dem Headbang-Set und wie man sieht, das ist hier so ein Rocker-Skin und ich finde den eigentlich auch noch ganz okay. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen außergewöhnlich. Dann sehen wir noch einen Skin hier und zwar den Grill-General. Ja, und das ist hier ein günstiger Skin aus dem Dürrburger-Set. Sieht eigentlich auch noch ganz okay aus. Ich weiß noch, damals kam der ja rein und wurde direkt wieder rausgenommen. Da war er noch verdammt selten. Mittlerweile ist er natürlich nicht mehr so selten. Und ansonsten sehen wir noch zwei Emotes hier. Einmal das geschmeidige Moves-Emote. Ja, verdammt cooles, episches Emote. Einfach nur wegen der Musik finde ich das echt verdammt gut. Und dann sehen wir hier noch Fußwahnsinn. Ja, das Emote war ja noch relativ neu und da hat man ja gesehen, auf dem Boden sind die ganze Zeit diese blinkenden Lichter. Ist eigentlich auch noch verdammt cool. Und zu guter Letzt sehen wir hier die Siegesrunde-Hacke. Und das ist hier die Hacke aus dem royalen Rennset. Und hier zeige ich natürlich direkt mal den Ton. Ja, und das ist auch schon die Hacke hier. Und im Grunde war das eigentlich auch schon der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.